Okay, also ihr Leute, ihr wisst, worum es geht. Hier siebtes Störchen gerade aufgemacht. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Adventskalender und mit der Studiobühne. Und jetzt am Wochenende wird es noch viel spaßiger. Ach Gott, ich habe so keinen Bock auf die Scheiße, ehrlich nicht. Mein Gott. Also auf das Stück schon. Ja, nur hier auf den Quatsch hier mit 100 und so weiter. Aber wir haben sogar noch mehr als 100 Sekunden Zeit, habe ich gerade gehört von unserem lieben Kai. Allein das lohnt sich, am Wochenende mal den Kai hier bei der Arbeit zu begucken, beziehungsweise seine Arbeit zu bewundern, die er hier machen wird, mit einer großartigen, mit einer pervers starken Lichtshow. Wir haben da schon so einiges besprochen, also das wird wirklich abgefahren ohne Ende, nahezu psychedelisch, muss ich sagen. Die Bühne im Vergleich dazu, die kackt ein bisschen ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben so ziemlich, ja, uns viel Mühe gegeben, um die hässlichste Bühne aller Zeiten zu bauen, das ist uns auch voll gelungen. Aber das gibt ja gerade diesen speziellen Effekt, ne? Coole Lichtshow, scheiß Bühne, aber brutal geile Schauspieler, Leute. Jan Naske als Super Mario, Timo Josefowitz, der große Imperator, Timo Knob als die spöttische Stimme des Schweins, das uralte Orakel, gespielt von Christian Freund, der spielt gleich noch 5 weitere Rollen, Gina Fitzner auch hier, die spielt den Tiger und Frau Schweizer, Benjamin Hahn als, durfte ich das sagen, als Bowser. Und in der noch viele andere, also wenn ich jetzt nicht genannt habe, seid mir nicht böse, liebe Freunde von der Liebestheater Phalanx. Ansonsten in der Hauptrolle Hussi Schirin, auch das ist eine echte Granate. Und ja, wie gesagt, das Stück verhandelt die Fragestellung zwischen die Fragestellung, also den Diskurs von Realität und Simulation. Und diese Frage, ja, da ist der Zuschauer aufgefordert, diese Frage für sich allein zu beantworten. Ob ihm das gelingen wird, das wissen wir jetzt noch nicht, weil wir haben es versprochen. Und was wir versprechen, das halten wir natürlich auch. Wir werden dieses Mal den Schwierigkeitsgrad von easy nicht auf normal, sondern direkt auf hart stellen. Und das, ja, soll jetzt nicht als Drohung verstanden werden, aber durchaus, wir haben gesehen, im Publikum hier ist ordentlich was zuzutrauen. Auch schwierige Stoffe wie dieses hier, Super Imperator World. Und deswegen gehen wir davon aus, dass das Spiel dann hoffentlich gelöst werden wird. Ja, so, jetzt würde ich also mal sagen, pushen an, ne, und ab dafür am Samstag. Den 8. Dezember und am Sonntag, den 9. Dezember, also dieses Wochenende, 19.30 Uhr, schön frühzeitig da sein. Theater Phalanx ist immer ausverkauft, also Karten reservieren und früh da sein, auch an der Abendkasse. 19.30 Uhr geht es dann los, hier im MZ, Musisches Zentrum Ruhr-Nivorum, auf der Studiobühne. Theater Phalanx kehrt zurück mit Super Imperator World. Jawohl, Herr Trech. Boogity, 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 amen.